Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Aufnahme Mind War. Und es gibt endlich so eine Art Karma in diesem Spiel, das nennt sich jetzt Warpoints. Es ist alles ein wenig ähnlich zu Trouble in Mineville, aber das macht ja im Prinzip nichts, weil die Grundidee ist trotzdem noch eine andere und es macht einfach, denke ich, so Spaß. Leider ist die neue Map zwar immer noch nicht drauf, aber endlich ist die geupdatete Map von mir drauf, nämlich hier Sandville Version 2. Da gibt es jetzt hier zum Beispiel diese kleinen Hügel hier in diesem Sandbereich und ich habe versucht, noch einige Lücken zu füllen und das alles noch ein bisschen schöner zu machen. Oder dieser Tempel hier, der ist jetzt fertig gebaut, den hatte ich vorher noch nicht fertig. Und dann habe ich zum Beispiel da irgendwo rein noch so kleine, so ein bisschen Ausstattung halt, damit das alles ein bisschen hübscher ist. Und ja, ich denke, das sieht so besser aus, macht auch ein bisschen mehr Spaß, wenn das alles gut aussieht. Zum Beispiel hier, das war vorher so dunkel und leer, das ist dann ein bisschen langweilig. Jetzt geht's aber erstmal in den Kampf und wir sind Team Lappets. Und deswegen müssen wir uns gegen ein Team verbünden, würde ich sagen, damit wir wenigstens eine gute Chance haben. Aber, oh, ist immer, okay, der andere hat den Kill gekriegt, macht nichts. Hauptsache unser Team verliert keine Leben. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal gerade die Opacity noch ganz runter, damit ihr auch mehr vom Spiel habt. Ich habe jetzt übrigens endlich den Shader drin. Das ist besonders auffällig, wenn ich jetzt hier mal Time Day mache. Slash Time Set 0. Und dann sieht man das so ein bisschen, wo ist die Sonne da. Das sieht alles ein bisschen besser aus und finde ich. Nur, dass ich diese Blenden nicht so gerne mag. Ich finde, das ist ein bisschen zu heftig. Aber was soll's? Jetzt erstmal Gegner suchen. Team Diamant müsste da drüben sein. Ah ne, das ist Team Gold. Dann werde ich hier mal schauen, dass ich einen einzelnen finde, den man abschlachten kann. Und ja, bald sollen auch noch Killstreaks dazukommen. Ich weiß noch nicht, ob die dabei sind. Ich glaube aber noch nicht, weil ich hatte schon mal eine Killstreak. Das hat mir nichts geholfen. Und momentan findet sich irgendwie fast kein vernünftiger Gegner. Wenn, dann findet man immer nur so Trupps, die dann aber wiederum zu stark sind. Aber hier rüber kann man ja mal rennen. Ich hoffe mal, dass der den anderen jetzt killt. Weil jetzt kann ich den hier schön abgreifen. Und komm, komm, nein, 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 nein. Oh, verdammt, der rennt weg und ich möchte da jetzt nicht rein. Aber vielleicht kann man ja den da hinten, dem den Kill stealen. So, komm. Ich möchte jetzt endlich meine 10 Warpoints. Komm, ein Kill jetzt in dieser verdammten Runde. Das darf doch nicht. Oh, wow, wow. Der hat's drauf, bogentechnisch. Oder er hat einfach nur ein bisschen. Ich habe jetzt übrigens 10 Warpoints bekommen. Vielleicht hat er auch nur ein bisschen Hack drauf. Und ich lasse jetzt den, der mich verfolgt, erstmal von dem hier abschlachten. Und den da so. Und jetzt wieder von der Seite kommen. Und dann haben wir einen Wiederkarma gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Und immer noch nicht gestorben. So sieht's aus, so soll's sein. Und da ist ein Creeper, den lasse ich jetzt mal erstmal explodieren. Oder der läuft da rein, das ist auch gut. Ich habe schon 2 Warpoints, habe aber irgendwie gerade nicht so die Lust, hier Creeper-Pfeile einzulösen. Weil meistens werde ich dann getötet, während ich die einlöse. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Aber da hinten ist ein Diamantener und auf den können wir gehen. Dann haben wir vielleicht endlich 400 Karma. Und ja, vielleicht kann ich, genau, ich mache das jetzt zu der 500 Karma-Folge. Und mal schauen. So, wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der jetzt hin? Na? Gut, vielleicht hier drüben irgendwo. Und ich sage immer noch, Karma sind ja Warpoints und da sollte man unterscheiden, sonst wirkt das noch viel nachgemachter, weil Karma ist ja wirklich jetzt kein einzigartiger, kein Begriff, der jetzt für solche Punkte steht oder so. So, komm, nein, 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 das darf nicht wahr sein, wie hat denn der das geschafft? Okay, schnell hin, jetzt. Das lasse ich dem nicht, da ist er, da ist er. Und da ist einsamer Tod, aber ich möchte jetzt erstmal den hier killen, danke. So, jetzt, ja gut, einsamer Tod killt mich natürlich, aber jetzt habe ich wieder meine 390. Und das war jetzt das Entscheidende in dem Fall. Und da ist wieder einsamer Tod, das heißt, ich brauche schnell mein Steinschwert, um. Na? Nein!
Nein! Oh, verdammt, wir sind ausgeschieden wegen mir, das war peinlich. Gut, dann muss ich mir jetzt schnell einen neuen Server suchen. Restarting. Die anderen haben offensichtlich schon gewonnen, es war offensichtlich nicht so viel los. Es gibt leider noch ein paar Bugs in dem Ganzen, das heißt, es kann sein, dass ich jetzt 500 Karma kriege und später wieder. Ich tue jetzt gerade mal hier das Ganze ein paar Mal refreshen, bis mein War wieder aktiv ist. Oder ist hier oben? Nee, Live Game. Aber hier unten der EU2, der müsste jetzt gleich wieder Lobby sein. Das dauert manchmal ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Mine War. Zu der zweiten Runde eigentlich, wenn ich mich nicht irre. Allerdings ist das schon ein paar Tage her, dass ich die erste Runde aufgenommen habe, weil dann mir was dazwischen kam in die Aufnahme. Deswegen jetzt halt so eine bisschen verspätete Aufnahme und ich bin im wunderbaren Team Gold und ich hoffe, dass wir nicht allzu früh ausscheiden und dass ich vielleicht hier auch mal ein paar Zombies zeigen kann. Es hat sich am Plugin noch mal ein bisschen was getan im Vergleich zum letzten Mal, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ansonsten ist jetzt noch mal eine neue Map drauf, endlich. Allerdings mögen die meisten Leute die neue Map nicht so. Weniger wegen dem architektonischen als wegen dem Gameplay, weil es halt ein bisschen Zeit dauert, da aufs Kampffeld zu kommen. Und ich hoffe, dass das jetzt kein Leck ist, dass der hier rumsteht. Aber, ja, den sollten wir gleich zu Anfang kriegen, wenn ich mich nicht so blöd anstelle. Jawohl, einen Shop-Punkt und die ersten 10 Warpoints gekriegt. Und dann gehe ich mal hier vorne auf die Sniper-Position, um da mal ein bisschen rumzuschießen. An alle diejenigen, die mich aber eigentlich nicht wegen so einem Zeug abonniert haben, wollte ich nochmal gerade sagen, das bleibt natürlich nicht so, dass ich immer PvP mache. Ich mache das so zwischendurch, wenn ich nichts anderes zum Hochladen habe. Und das macht mir ja auch Spaß, das hier aufzunehmen. Es ist halt nicht das, wofür ich abonniert wurde, zum größten Teil. Aber vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Und eine gute Nachricht an all die Leute, die Wolf und Würfelig sehen wollen. Denn ich habe gefragt, wie es denn so aussieht, was sie vom neuen Konzept halten. Und alle haben gesagt, ja, es ist ein gutes neues Konzept, aber die meisten haben gesagt, warum setzt du Wolf und Müffling ab? Keine Ahnung. Und ja, ich dachte mir, dass ich das dann doch nicht absetze und doch weitermache, weil eigentlich hat es ja schon Spaß gemacht, aber die Folgen werden nicht mehr täglich kommen, sondern entweder alle 2 Tage oder vielleicht sogar noch seltener, das muss ich schauen. Und außerdem weiß ich noch nicht, was ich bauen will. Deswegen solltet ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben, was ich denn so bauen könnte, dass ich da ein paar Vorschläge krieg. Und jetzt gilt es hier, komm, wenn ich den hier noch getötet, jawohl, 3 Shop-Punkte. Schnell zurück, 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 zurück ins Lager rein. Erstmal ein bisschen die Leben auffrischen und dann mit dem Bogen nach oben auf die Sniper-Position und dann geht's hier ab, das sage ich euch. Dann ist hier aber was los. Denn jetzt mache ich hier Slash B3. Und, oh, Zombie-Pfeile. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Aber ich muss, damit ich die abfeuern kann, mir noch eine gute Position suchen. Und dazu gehe ich jetzt. Oh, ich setze mal einen darüber. Und jetzt springe ich nochmal gerade hier runter und renne hier nach hinten. Ich muss mich in Sicherheit bringen, ich möchte das Zombie eigentlich verlieren. Nein, 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 ich wollte nicht hier reinsetzen. Nein, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, mein eigener Zombie, oh Mann, ey. Scheiße. Aber jetzt haben wir hier einen Zombie drin, der wird wohl recht schnell hier für entsprechenden Schaden sorgen. Normalerweise, das ist normalerweise recht krank, wie die Zombies abgehen, wenn die im geeigneten Terrain sind. Leider habe ich diesmal nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Ach komm. Oh, ich hatte den, keine Ahnung. Naja. Einen Shop-Punkt habe ich zumindest schon gekriegt durch einen Zombie und jetzt brauche ich auf jeden Fall noch einen Gegner, den ich zersäbel. Komm, komm, nein. Und vor allem darf Gold nicht verlieren jetzt hier schon. Jawohl, 3 Shop-Punkte. Egal, ich bin tot, macht aber nichts. Hauptsache, ich krieg jetzt hier
einen Bogen und Pfeile und dazu schlage ich erstmal den hier putt. Komm, 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 komm. Nein, jetzt renne ich zu viel Kurven. Ich brauch dich tot, nicht lebendig. Ah! Es wurde hier alles schon abgesahnt. Danke für den Push. Ich gehe mal lieber wieder zurück. Und, ja. Ah, nein! Nein, sammel nicht mehr in den Pfeil ein! Mann, ich brauch dringend Pfeile und dieser Idiot, der sammelt die einfach ein. Dabei. Ah, oh, und jetzt wegen dem Idioten sind wir auch noch ausgeschieden. Naja, dann muss ich wohl in einen neuen Server. Ich wollte mir nochmal Zombie-Pfeile kaufen, aber natürlich geht das nicht ohne Pfeil und Bogen. Und war jetzt eben etwas konzentriert. Ich gehe in die EO3-Lobby in der Hoffnung, dass das jetzt gleich losgeht. Und vielleicht bleibe ich jetzt auch mal hier gerade drin, bis das Ganze losgeht. Und ja, hier schreiben einige schon Saipod. Toll. Und ja. Ja, genau. Sagt mal Hallo YouTube, weil ich nehme ja jetzt auch auf und ich nehme hänge halt direkt noch eine Aufnahme hinten dran, weil die Aufnahme war eben nicht so super. Und ja, wieder Sandville. Die andere Map, die werde ich euch wohl nicht zeigen können. Dafür wird die zu selten gewählt, wobei sie immer noch häufiger gewählt wird, glaube ich, als Knife Crushers Map. Es ist einfach so, Knife Crushers Map ist cool, eigentlich, aber für so ein Game wie Survival Games oder so. Aber nicht für Mine War. Mine War ist ja so ein total schnelles Game mit vielen Toten und so weiter. Und Knife Crushers Map ist recht groß, recht unübersichtlich und hat so wahnsinnig viele Bäume. Und ja, dann sind halt die Positionen noch ein bisschen ungleich verteilt und ich möchte jetzt hier nicht wertend auf die Map eingehen, also der ist ein richtig guter Builder und so, aber ich glaube irgendwie, also wenn du da nicht in Lapis kommst, dann macht die Map halt manchmal weniger Spaß. Es kommt drauf an, aber ja. Gut, der wird wohl kein Abo-Rang, kein YouTuber-Rang bekommen, denn hier ist das erst ab einem sehr hohen Rang, also ich werde wohl in meiner gesamten YouTube-Karriere nicht so schnell überhaupt einen YouTuber rankriegen. Und, zwei. Ja, okay, das werde ich nur überleben, wenn der mir jetzt ein bisschen hilft. Und, hopp. Nein! Nein, das war so knapp. Das war so. Ah, ich hasse sowas. Ich hasse es so sehr, wenn das ist. Wenn das so knapp ist, wenn das einfach nur dieser eine Schlag ist, der fehlt, um den Gegner umzubringen. Oh Mann, und mit der Zeit werden es halt immer weniger Pfeile, weil die anderen Leute die Pfeile einsammeln und es regt halt so richtig übel auf dann mit der Zeit. So, ein Schockpunkt. Und jetzt die hier, die hat mich vorhin gekillt, die muss jetzt dran. Nein! Nein! Das darf nicht wahr sein. Ich möchte jetzt wenigstens meine 1400 hier kriegen. Na, naja, egal. Ich laufe einfach mal ein bisschen weiter und ein bisschen weiter. Und da hinten ist ein Kentucky. Und ich glaube, okay, das war eigentlich klar, dass das wieder ein Tod wird. Ich sollte nicht so schnell drauf gehen, aber wenn ich einmal am Ragen bin, dann spiele ich einfach nur noch Scheiße in diesem Spiel, weil ich dann. Oh. Also an Kisten wird es einem hier nicht so schnell mangeln. Das ist ja ein Tempel voll von Kisten, das ist ja echt der Wahnsinn. Eigentlich ist es auch nicht der Sinn des Spiels, dass man hier stundenlang Kisten sucht, einfach halt so ein bisschen, dass man nicht gar keine Kisten hat, aber nee, ich möchte auch nicht gekillt werden von Gold. Oh, oh, da oben ist ein Diamantner, komm. Raffaello. Und jetzt fehlt uns noch ein Shop, nee, Moment, hier ist es ja anders. Oh, zwei Diamantner. So. Nein! Oh, was ist denn das für eine. So, den hier gekillt und jetzt zurückrennen und den hier. Komm.
Oh, und wer schießt denn hier die Creeper rein? Das ist richtig scheiße. Und wir werden hier total überrannt von den anderen Leuten. Okay. Aber, wenn wir nicht allzu scheiße spielen, können wir das sogar noch schaffen. Aber das ist einfach so eine wahnsinnig große Gruppe hier. Und ja, ich kaufe mir ganz schnell Creeper-Pfeile, slash B1. Und, ach scheiße, ich brauche hier noch einen Bogen dazu. Ah, oh, fuck. Egal, macht eh keinen Unterschied. Ah, scheiße, wieso? Ah, das ist so richtig ärgerlich. Solche Tode sind die unnötigsten. So. Und jetzt, ja, jetzt habe ich ja auch meine Creeper-Pfeile. Insofern, wenn die mich jetzt nicht alle zu sehr aufregen, kann ich hier ein paar Creeper-Pfeile in Gold reinschießen. Aber erstmal, wo sind denn die Gegner? Slash B1. So. Jawohl. Jawohl, erschossen. Und wieder Creeper-Pfeile kaufen. So. Und jetzt sind da hinten noch welche von diesen Leuten da. Dann tue ich hier mal. Fuck, 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 fuck. Warum schießen der da zwei und warum gehen die jetzt auf mich? Das war so nicht gedacht. Und so. Jawohl. Wieder getroffen. 1415. Endlich mal läuft's. In einer Aufnahme, das ist so soll es sein normalerweise. Und den hier, den werden wir hier auch mal killen, weil, ja gut, dass es mich jetzt auch mein Leben gekostet hat, ist eigentlich nicht so schlimm. Und es sind auch alle Teams drinnen. Erstaunlich. Also ein ziemlich ausgeglichenes Game, mal abgesehen von Gold, aber die überrennen allgemein alles. Denn die laufen immer in so Trupps. Das ist richtig heftig, wie die hier gerade abgehen. Gold. Und Diamant ist ausgeschieden, Lapis wird wohl auch gleich ausscheiden, aber vorher versuche ich noch ein bisschen mein Glück in diesem Game. Und nein, oh fuck it. Das passiert mir so häufig. So, da haben wir wenigstens noch einen Blitzcreeper in dem Lager. In der Hoffnung, dass der ein bisschen was zerschießt. Und ja, ich muss jetzt erstmal wieder mein Leben auffrischen. Ich meine, ich kann ja hoffen, dass ich irgendwie hier Punkte gekriegt habe. Aber ich habe, glaube ich, nicht mehr die Punkte dafür. Da hinten ist einer. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Leben. Ich glaube, wir müssen echt jetzt hier. Und. Lol. Komm. Leute, der läuft einfach nur hin und her. Und ich bin gestorben. Und wir haben noch genau ein Leben. Und, ja, das ist natürlich. Na komm, komm. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der läuft mir jetzt nicht weg. Und, oh, wir sind ausgeschieden. Okay, das war's von dieser Runde. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, auch wenn es jetzt wenig Inhalt hatte und wenig Tiefe. Aber, naja, ein wenig Spaß hat's mir zumindest gemacht und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bald geht's mit Wolf und Würfelig wieder los und dann, bis dann. Ciao.